Barisch, was geht? Nichts, warum bei dir? Auch nichts. Auf geht's, mach die Box auf. Morgen sollen wir die Box aufmachen? Ja, ohne dich? Heute von Loot Chest. Komm, Barisch macht die Box auf. Komm, wir müssen noch ein bisschen abwaschen. Schauen wir mal, was Loot Chest uns wieder geschickt hat. Danke erstmal an Loot Chest für die nice Box. Hey. Dein WoW ist unsere Quest. Also wenn da jetzt keine Joker-Decke drin ist, dann weiß ich auch nicht. Und... Was für ein Titel ist das? Oh mein Gott, krass. Das ist Koser. Oh mein Gott. Das ist der orangene Bowser. Mit Skin. Tut mir leid, Tati, Mann. Oh, der Tati, schade. Bis auf. Oh mein Gott, welche Größe? XL. Oh mein Gott, ist schon die Tafelgröße immer noch eingestellt. Ich denke immer XL. Das ist. Zeig mal her. Zeig mal die Kamera. Oh mein Gott. Was ist das für eine Größe? XL. Was hast du gesagt? Default, das ist Standard. Ach so. Oh yes. Oh mein Gott. Bowser. Richtig krass zum Schlafen, perfekt. Boah. Was haben wir noch bekommen? Crash Bandicoot, Backpack Hänger, was? Ah, da für ein Rucksack. Collector, irgendwas. Center Shock. Crash Bandicoot. Richtig geil, machen wir mal auf. Welchen haben wir bekommen, Leute? Wen haben wir bekommen? Wir haben Crash Bandicoot, der Verrückte. Richtig geil. Geil. Cool. Kann man an den Rucksack hängen. So, das Gottchen. Als nächstes Warhammer Champions, das Sammelkartenspiel. Oi, der Ends, geil. Das Sammelkartenspiel, Ends, cool. Alter, das ist ja... Ich fordere dich heraus mit meinem Kampagnendeck tot. Oh, der Ensker, schau mal, kommen wir ins Warhammer spielen. Zwei Dinge. Oh mein Gott, ja, Mann. Wir werden es gleich direkt spielen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, The Witcher. Der Ensker, was ist das mal auch? Wie haben wir doch gerade geredet? Oh mein Gott, wir haben Küchenmaterial. Damit ich auch nicht mehr die Finger verbrennen. Oh Marvel Kochhandschuhe. Oh mein Gott, zwei Stück. Wie geil. Oh mein Gott, perfekt. Damit kann ich meine Finger nicht mehr verbrennen. Alter! Die Box ist ja anders krass, man. Oh mein Gott, das ist echt zu krass, man. Das bin ich von hinten. Man. The Witcher kenne ich gar nicht. Echt geil. Alter, das sind echt Kochhandschuhe, gell? Das sind echt krass, man. Marvel Kochhandschuhe. Center Shop. Wer kennt die noch, Leute? Für welchen Geschmack? Mystery. Wie immer eine Postkarte. Gary Summer. Shirts für Nerds. Oh mein Gott. Man kann One Piece und so drauf. Ja. Das ist gute Qualität. Ich hab's. Haben wir noch was? Ja, was ist das hier? Das ist nur die Anleitung. Ah, okay. Nee, das war's. Danke, Luches, für deine geile Box wieder wie jeden Monat. Ich warte immer noch auf die Joker-Decke. Danke dir. Oh, der Bass geht ab, Leute, Junge. Lange Nacht. Ihr habt ein Opening gesehen von Luches. Ah, da hinten sind sie. Ich komme gerade nicht ran. Da waren zwei Warhammer TCG-Decks drin. Die Jungs wollten das spielen und dann aber war es doch ein bisschen zu kompliziert. Das war immer das Problem. Der Einstieg in ein neues TCG, weil es so kompliziert ist und da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Und dann, wenn man das Spiel kennt und die Regeln und so, dann macht es wahrscheinlich Spaß. Ist kalt. Ich habe nicht wirklich Bock auszugehen. Schauen wir mal, was heute so geht.
Aber erstmal ein paar Mangas lesen, ein paar neue Kapitel. Tower of God habe ich gerade gelesen, das neueste Kapitel. Endlich geht es da ein bisschen ab. Zieht sich sehr. Und Solo Leveling 2. With no more limitation of the power. All Commander Rank Shadow Soldiers will regain their full power potential. Ich so, oh mein Gott, ey. One Piece habe ich 2 Kapitel verpasst. Ich so, what the fuck? Was letzte Woche passiert? My Hero Academia genauso. Ja, gönne ich mir jetzt. Tokyo Revengers natürlich. Dr. Stone. See ya. Es gibt wieder Ramen. Weil ich musste ja natürlich das ganze Fleisch verbrauchen, weil das wird sonst schlecht. Und das ist halt echt eine Menge, was noch übergeblieben ist. Das heißt, die nächsten paar Tage wird es Ramen geben. Mit extra Fleisch und extra Garnelen. Ich habe mir sogar jetzt, Alter, 6 Garnelen oder so gemacht. Und das sind immer noch fast 20 da oder sowas. Also ich mache es immer so, gerne so, dass ich die Brühe selber mit den ganzen Gewürzen mache, starte und dann die Nudeln und dann in die Nudeln tue und nicht so alles hier rein und dann das Wasser. Erst das hier alles ins kochende Wasser schön aufrühren und sowas auflösen lassen und dann kommt das Ganze hier rein. Davon nicht mehr ganz, ganz die ganze Packung, weil ich esse ja nur eine Schüssel, deswegen wäre es, glaube ich, dann zu stark. Das Fleisch noch, damit es auch noch direkt die Brühe, den Brühengeschmack bekommt. So sieht das Ganze aus, bisschen anders als Chong es gemacht hat. Ich habe zuerst die Garnelen und die Fleischbällchen bisschen kochen lassen, damit die durch sind dann. Dann habe ich die Brühe sozusagen gemacht. Dann nochmal die Bällchen und die Garnelen reingetan, damit die dann komplett durch sind und den Geschmack annehmen. Damit es dann noch saftiger ist. Und dann habe ich ein Ei reingetan. Noch das andere Fleisch, das bisschen nur kurz drin sein muss. Und dann die Nudeln. Und jetzt kann das Ganze raus. Also ich mache das lieber alles im Topf anstatt hier dann. Boah, Alter. Ich kann nicht mehr, das für später. Die Fleischbällchen, also das war eh zu viel Fleisch, dass die Fleischbällchen, die halt das schlechteste von den drei Fleisch ist, weil die anderen zwei sind echt krass. Garnelen und diese hauchdünnen Fleischscheiben, die taugen nicht so. Vor allem nicht im Vergleich zu den Fleischbällchen, die ich beim Hotpot hatte. Auf jeden Fall hatte ich eine geile Idee, weil wir gehen hier in den 10-Jahres-Freezer. Und da hatte zum Beispiel Mr. Beast mal ein Video gemacht, Video an mich selber in 5 Jahren. Und jetzt will ich ein Video aufnehmen mit allen TBT, TVA, die eine Nachricht für uns in 10 Jahren. Ich lade das Video dann hoch, jeder hat so seine eigene Nachricht, was er so sagt an sich selber in 10 Jahren, an euch, an uns alle, was er sich so wünscht und so, was er sich erhofft, was er erwartet. Und das wird dann hochgeladen und Veröffentlichungszeit wird dann festgelegt auf, ich glaube, der Freezer fängt an am 7.9.2021 und das Video wird dann veröffentlicht 7.9.2031. In 10 Jahren kommt das Video dann einfach hoch und dann sehen wir, was wir uns alle dabei gedacht hatten und wie es sich so in 10 Jahren entwickelt hat, wer noch alles. Crazy! In 10 Jahren auf einmal kommt so ein Video, ich mache vielleicht gar kein YouTube mehr, aber auf einmal kommt trotzdem dieses Video und dann, vielleicht haben wir alle gar keinen Kontakt mehr, auf einmal sehen wir dieses Video und dann denken wir uns, hey, shit, treffen wir uns mal alle wieder so. Und was haben wir uns dabei alles so gedacht damals? Und was davon ist alles in Erfüllung gegangen? Richtig geil, richtig geil. Und Crispy Rob und Julian Bam. Krass, die kannten sich schon in der Uni-Zeit und so. Und Crispy Rob kannte, war in derselben Schule wie der Royal Donuts-Typ. Und die hatten jetzt irgendwie 3,5 Jahre keinen Kontakt mehr. Und davor waren sie richtig eng. Richtig, richtig eng. Krass, krass, krass. Sogar vor YouTube. Sehr interessant.
Ich weiß nicht, ob ich euch das schon erzählt habe mit der 10-Jahres-Video-Idee. Ich glaube schon. Ich habe auch ein paar von der Telegram-Gruppe gefragt, ein paar, die uns schon lange unterstützen und auch super krass sind wie Sascha sechsstellig. Sein neuer Spitzname. Weil man weiß nie, in 10 Jahren ist er vielleicht nicht nur einfach irgendeiner aus der Telegram-Gruppe, der krass ist, sondern einer unserer guten Freunde, der auch ganz weit mit oben ist, weil, hey, Sascha sechsstellig heißt er nicht umsonst. Wird ein super Video, glaube ich. Also wir werden es in 10 Jahren erfahren. Aber richtig geile Aktion, finde ich. Der Einzige, der es gecheckt hat, war direkt war Barisch. Die anderen haben dazu gar nichts gesagt. Ich glaube, die haben das gar nicht so verstanden. Aber ja, wir werden sehen. Was denkt ihr so, was in 10 Jahren passieren wird? Wo werden wir sein? Wo werdet ihr sein? Wo wollt ihr sein? Was würdet ihr eurem Ich in 10 Jahren sagen? Das war's, glaube ich, von mir. Und ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt mir auf Twitch und Instagram. In Cashflow investieren, Bitcoin, DeFi, 10-Jahres-Freezer, wir werden sehen. Aber bis dahin, also davor, ist es auch schon rentabel und gleicht sich davor schon aus, natürlich. Nicht erst nach 10 Jahren. Deswegen fokussiert euch nicht so auf diese 10 Jahre. Das ist fürs Business und ciao.